dass du vielleicht eine Stunde vorher nicht anonym angerufen hast und gefragt hast, wie es mit der Anmeldung aussieht. Das hat dich vielleicht ein bisschen. Ich habe nicht anonym angerufen, ne? Und ich habe das erneut so durchgezogen. Das ist natürlich nicht. Nein, stimmt, du hast nicht mal anonym angerufen. Aber du bleibst anonym heute. Das ist mir die Hauptsache. Die Masse soll halt nicht wissen, wer ich bin, und das reicht. Ja. Ja. Masse wird's auch nicht erfahren. Wir haben heute mal einen VIP-Parkplatz, ja? Das ist ja. Was ist denn der VIP-Parkplatz? Na, da, wo der Bus steht. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wer auf diese glorreiche Idee gekommen ist, da ein Auto reinzustellen. Ja, das muss ja. Keine Ahnung. Das muss ja. Das stimmt allerdings. Heli, hast du dich schon vertraut gemacht mit deinem Foodtruck? Aha. Der umfunktionierte Foodtruck. Früh kommt's drauf, mir irgendwie was zu sagen, ne? Ja, Ernst hat ja, uns auch. Ernst kam auch früh drauf, dass er absagt. Ja. Oha. Ja, aber kann man ihn ja nicht in die Schuhe schieben. Wenn OED nicht liefert, na, kann er nichts dafür. Hätte Ernst jetzt gar keine Waren, oder was? Was? Also. Ernst gesagt zu uns, OED hat nicht geliefert, der hat nichts zum Verkaufen, deswegen wird's schlecht. Also geht's nicht um die Farben, sondern um Lebensmittel, hä? Ja, wahrscheinlich. Aber naja. Egal. Mussten wir halt auch mal kurz improvisieren. Wir haben ja Gott sei Dank noch schnell was gefunden. Ja. Mit zum Lale Läden leer gekauft. Aber meint ihr denn, ihr werdet so viel los? Nein. Nein. Aber wir haben einen guten Abnehmer. Ja, tut mir leid für den Stimmverzerrer. Wir haben einen guten Abnehmer auf jeden Fall. Live und Wähler nimmt alles ab. Der Toni darf's richten. Genau. Er kommt dann einfach die Rechnung und dann ist das alles gut. Apropos Rechnung, ich sollte vielleicht mal kurz zum Bankomat und nicht mit 5000 Dollar rumlaufen. Was? Das warte kurz, warte. Wie viel Geld hast du dabei? ich glaube. Ich müsste vielleicht auch mal funken. Naja. Ich habe 1,50 Dollar dabei. Ist gut. Das war jetzt ungünstig. Tank mal eine ganze Straße, dann hast du auch nur 1,50 Dollar in der Tasche. Oh, ja, gut. Argument. Also 175 Dollar habe ich in der Tasche. Die 5000 hätte ich die abgenommen, ne? Ja, auf ganz netter auf Basis natürlich. Hast du auch einen Abnehmer. Du musst einfach heute nur gewinnen, dann bekommst du mit 10.000. Das wird. Also, gerade eben hat er das dabei gehabt. Ich denke, die Preise werden dann direkt übergeben. Ach, überweisen ist auch gut. Lass mal gucken. Wenn wir einmal gewinnen, dann habe ich einen Jugula. Ein was? Ein Jugula. Was kostet der? 95.000. Wie viel? 95. Du musst zugucken, was gewinnst. Was war das für ein Mist? Der erklär ich dir den denn jetzt so. War das ein Bulli? Ne Quatsch. Okay. Das ist genauso heiß wie mein Revolta. Das ist kein Bulli. Revolta ist schon schick. Eine Revolta hat, was hat denn der gekostet? 110, glaube ich. 110k, glaube ich, habe ich dafür angelegt. Ja. Weiß gar nicht. Sieht gut aus. Aber Sultan ist auch, Sultan ist eigentlich auch ganz nice, ja. Also ich bevorzuge Firmenautos. Da kostet das Spiel kostenlos. Ja. Ich empfehle dir auch nicht, so einen Schlüsselbund wie ich zu haben, das macht echt keinen Spaß. Glaube ich. Warte, ich guck mal auf meinen Schlüsselbund. Das macht keinen Spaß. Sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Na, das topp ich. Ich zähl mal, warte mal. 1, 2, 3, 4. Vom Schlüssel. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Und alle einzeln nur gezählt. Meistens habe ich doppelt und dreifach. Mhm. Ja, also wenn es zu viele hast, ich kann schon was tragen noch. Kommoda könnte ich dir verkaufen oder ein, warte. Verkaufen? Nee, kein ja, schenken tue ich den nicht. Nee, ja, ich glaube, der Testo will den nicht mehr, den Kommoda, deswegen. Aber der wollte irgendeine andere Karre, wollte der auch wegmachen, ich weiß gar nicht. Der Helfer, nee, der Helfer ja was nicht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ne, Helfer finde ich ganz nice, den gebe ich nicht weg. Ja, nehme ich auch, wenn es wäre. Nee, nee. Oh, das wird aber interessant hier, ne? Das wird ja nur Live-Vader und wir. Wer ist das? Ah, das ist Tony. Das ist Tony. Ja, das war Tony. Oh, oh Gott sei Dank ist der Junge schon eingepackt. Nein. Natürlich nicht, nein. Detlef. Alles gut. Ja, ich hab doch Finger gesagt. Für mich bist du der Finger. Nee, Tony und ich haben so eine eigenartige Vorgeschichte. Okay. Wie gesagt. Das Ding da ging komplett easy rein. Ja, das ging wie. Ich, ja. Ich kann das also, nur bestätigen. Ja, wenn da jemand fragt, das hängt keine Kratzer dran. Der Chef? Hallo. Einen wunderschönen Ahoi. Abend, der Chef. Hola. Wie habt ihr denn den Multibus hierher gebracht? Mit Mühe und Not und ein bisschen missachten der Verkehrsregeln. Mhm. Aber wir haben es geschafft. Also easy einfach. Sagen wir einfach easy. Wer ist auch der Herr da mit der Tüte auf dem Kopf? Das ist der Finger. Ah ja. Hm. Willst du dich noch anmelden? Ich glaube nicht. Nee, ich meine. Die Zwirn hast du heute ausgefasst, Toni. Ja, Kudos. Steht dir. Ja, danke schön. Ernst hat uns abgesagt. Ja. Wer denn? Ernst. Ernst. Für die Verpflegung. Deswegen. Soll ich was organisieren? Wir haben uns schon selber organisiert. Steht schon drin. Ah, sehr gut. Kommt noch eine Rechnung dann. Noch eine Rechnung dann, okay. Aber so viel war es gar nicht, glaube ich. Also, ich habe nicht bezahlt, aber ich glaube, es zieht sich in Massen. Maßen. Sehr gut. Ja. Massen, Maßen. Massen eher, würde ich sagen, als Massen. Dann alles aber geholt, ich geh mal gucken. Ich glaube, wir haben zu viele alkoholische Getränke, glaube ich, da bitte drin. Bitte nicht auf die linke, bitte nicht auf die linke Seite, bitte nicht auf die linke Seite. Ach, der weiß, was er tut. Kommt gleich wieder und denkt sich so. Eieiei. Warte, ist das eine mega Delle da auf der einen Seite, ne? Ach, Quatsch. Die fällt nicht auf. Der ist doch nicht mega. Das ist so die ganze Seite abgekratzt, fällt nicht auf. Das ist nicht mega, das ist. Nee, nee, gar nicht. Nee, nö. Das ist ein Steinschläger. Nein. Nee. Ja, kannst du machen, weil dann sind wir nicht viel. Ja, dann sind wir nicht mehr schuld, stimmt. Also, man kann euch schon was machen lassen, ne? Natürlich. Merkt das schon. Wir haben auch nur die Hand gekauft. Wir haben auch nicht abgeklappert. Aber. Man muss improvisieren, das hilft ja nichts. Ja. Der Ernst hat auch erst heute abgesagt, deswegen. Wie viele machen jetzt eigentlich mit? Das ist der wunde Punkt. Ah, ja. Aktuell noch, ja. Ich hoffe, es kommt noch jemand und meldet sich an, ja? Ja. Das hat sich so angehört, als wenn er noch einer Beatbox kann. Ja, Pudding. Der kann das immer gut. Ja, Pudding kann Beatboxen. Bei mir ist das nicht Beatboxen, das ist ein Sprachfehler. Lass mal hören. Den Sprachfehler, oder was? Jo, gib uns deinen Sprachfehler. Gib uns den Beat mit dem Sprachfehler. Nenn dich doch MC Sprachfehler, easy. MC Sprachfehler. Ja, ist doch geil. Ah, jetzt wirklich nur zwei Leute, oder wie? Nee, vier. Vier, okay. Wir sind schon mal fix angemeldet und wir hoffen, dass da vielleicht noch was kommt. Das heißt, also es gibt mindestens einen Verlierer. Ja. Nicht der Helfen und dann geht's.
ja, das ist nicht so einfach sonst mit dem Ding. Normalerweise macht man ja die Papiertüte ums Bier, aber so geht es natürlich auch. Scheiße, ich hab das falsch rum verstanden. Tüte auf den Kopf und Bier in den Hals. Hey, immerhin kann jetzt keiner sagen, ich bin hässlich. Was? Wer würde denn noch sonst zu dir sagen? Das würde doch keiner sagen. Na, weiß ich nicht. Haut sich auf jeden Fall keiner. Du bist hässlich. Wow. Einfach mal aus Prinzip. Genau. einfach, weil ich es kann. Du hast so ein Glück, dass ich keine Frauen schlage. Verdammt, ey. Hast du ein Glück, dass ich auch keine Frauen schlage? Was ist denn los? Kuss. Ich hab gehört, heute Abend noch Schießerei bei den Natürlich. 1 gegen 1, ich komme mit meiner Familie. Eine Schönheitschirurgie, ich möchte mir auch mit den paar Titten machen lassen. Da hat man es leichter. Wieso, man weiß doch nicht, ob darunter ein Mann oder eine Frau steckt. Ja, echt ein Pudding. Ja, gut, also vom Seitenprofil würde ich jetzt eher sagen, Mann. Ja. Aber also ich kann da eindeutig Brüste erkennen. Wow. Achso, ja, aber naja. Geil, dass der Baldur nicht mehr arbeitet hier, dass er auch schon tot ist, aber er hätte dir bestimmt helfen können und ein paar Brüste machen können. Echt? Mhm. Gut, die wären dann vielleicht übereinander gewesen statt nebeneinander, aber das ist ein anderes egal. Ding. Hauptsache zwei. Hauptsache. Oh, da kommt was Grünes. Mhm. Ja, wir haben auch grüne Teilnehmer heute. Wenn meine Fleck nicht weggeflogen wären, wäre sie auch gelb und nicht schwarz. Ungeschickt. Ich weiß nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Ich glaube, Suburban. Yo, schau dich mal beim Suburban in Vespucci um. Aber ich fall. Boah, hab ich da jetzt Lust hinzufahren? Ich hoffe, du brauchst dann keinen Unfall. Nicht, dass du nicht wiederkommst. Ach, im Endeffekt, ich sag dir ganz ehrlich, im Endeffekt ist mir das auch scheißegal. Eben. Ich könnte mir auch eine gelbe Hose und ein gelbes T-Shirt anziehen. Auch wurscht. Was ist das Killer-Kram oder Jazz? Was geht ab? Was geht ab, Jazz? Ah. Was geht ab? Ach du Kacke. Ein Tütenmann. Aha. Ich hab auch eine Tüte. Ich auch meine Tüte aufsetzen. Jetzt haben wir da einen Tüten-Buddies. Ja. Okay, warte. Ja, die ist schon cool. Man lässt sich jetzt streiten drüber, welche Tüte cooler ist. Aber weißt du, was noch viel cooler ist? Dann zeig ich dir. Achso, hier und Pudding. Ja. Danke. Jetzt bin ich ein Lömmel. Auf gar keinen Fall. Wieso? Die ist doch hübsch. Haben die auch ein Talent? Nee. Nein. Also meine erste Idee war es, Leute auf die Bühne zu holen und die im Rhythmus zu schlagen, aber das wurde nicht angenommen. Schein wollten LT am Knacken. Nice. Richtiges Talent. Talent. Ärgerlich. Dein Talent wäre, wenn ich dann ein Polizeiauto reinfahre, dass du innerhalb von 5 Sekunden schaffst, das Blaulicht abzuschrauben. Oh, jetzt. Wow. Oh, jetzt kommen die guten Talente. Woher hast du mich erkannt, Alter? Junge, so wie du redest. Oh, fuck off, ey. Bringt die ganze Stimmfassung an dich. Ach, also wenn man zusammen im Knast saß, erkennt man sich auch durch die Wand. Das ist richtig.
Und deine Lache ist halt einfach ideal wie immer erkennbar. Geht ja gut. Kannst du sagen, was du willst? Ein wunderschön. Hi. Hallo. Was ist jetzt Toni verärgert oder was? Ja, ja, ich hab den jetzt gesagt, dass der. Nee, der muss noch ein kurzes Telefonat führen. Hey Sanchez. Ja. Ich brauch noch Sponsor. Hast du schon ein Talent entdeckt an dir? Ja, natürlich. Das würde ich doch nicht mitmachen. Gott sei Dank. Ja, improvisieren geht auch. Ja, das ist ja dann kein Dort, das ist ein Impro-Talent. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss meine Strategie nochmal überarbeiten. Ich gucke hier nochmal auf meinen schlauen Zettel. Gut, aussehen kann ich durchstreichen. Ich mache jetzt Impro-Talent. Mann, da hätte ich eher drauf kommen können. Die anderen haben gesagt, ich soll Flachwitze erzählen, aber. Nee. Ich soll Leute ausnehmen oder tanzen? Tanzen? Ich hab dich schon tanzen sehen, hä? Hm? Ja, das stimmt. Den Walker machen. Den Walker. Ah, richtig. Ich könnte den Walker machen. Aber ich weiß nicht, je nachdem, wie gut die Konkurrenz ist, könnte das sein, dass es einfach nicht ausreicht. Man weiß es nicht. Aber ich könnte die einfach überholen. So schnell wie ich walke. Bin ich doch Platz 1. Du walkst einfach auf Platz 1 vor. Ja, normal. Uff, ja. Wow. Ob mich Toni sponsert? Ich weiß nicht. Ich frag den gleich mal.